Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderschönen Video von Minecraft. Und mit dabei ist heute jemand, der gar nicht Minecraft spielt, aber dafür eine extrem laute Tastatur und eine saunervige Stimme hat. Herzlich willkommen, iCrimex. Hey Leute, CryMix, ja, ich hab versucht, diesen Effekt geisteskrank, ne? Dopers geil, ne? Weißt du, was ich nice finde bei dir? Dass man die Tastatur fast gar nicht hört eigentlich. Das ist erstmal so die erste Sache, die mich extrem glücklich macht. Max hat gesagt, er wäre ein kompletter Minecraft-Barbo. Schaut dann erstmal hier an Schneemonster und Waldmonster, die beide einfach mal meinen Skin anhaben. Auf jeden Fall dope. Digga, was habe ich jetzt auf einmal hier für einen komischen Zettel guck in der dir Hand? An, guck sie dir an, die zwei. Guck sie dir an. Ja, das geile Gesicht krass. Hier. Okay, Leute. Revi, ich hab mir gedacht, ja, was denn? Revi, was habe ich denn hier für einen Zettel jetzt in der Hand? Du hast keinen Zettel bei mir in der Hand. Max, bist du ein bisschen verwirrt? Kann es sein, dass es dir nicht gut geht? Nein, ich habe hier links jetzt in dieser Leiste unten so einen komischen Zettel. Ja, was ist das? Weiß nicht. Aber ignorier das einfach, okay, Max? Ignorier das einfach, hab jetzt Spaß, okay? Hab jetzt einfach Spaß. Wir werden jetzt mal gucken, was das Thema hier ist, denn Minecraft hat eine neue Lobby und ich hoffe mal, dass es auch neue Begriffe gibt jetzt hier bei Master Builders. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz schön aus. Warte mal, was muss ich denn jetzt hier überhaupt machen? Pass auf, du baust jetzt einen Bären. Oh, in Minecraft, okay? Kriegst du das hin? Okay, ich habe jetzt hier Creator-Modus und so. Okay. Creator-Modus, genau so heißt der. Nicht Creative, sondern der Creator-Modus. Max, man kennt ihn. Influencer-Modus ist der. Der Influencer-Modus ist am Start auf jeden Fall. Ja, moin, okay. Der Creator-Modus, Alter. Im Creator-Modus kannst du jetzt einen Bären bauen. Wenn du wollen würdest. Oh mein Gott, okay, ja. Let's go. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 5 Minuten. Das? Ah, korrekt. Naja, easy. Das ist eigentlich machbar, weißt du? Das ist, muss ich einfach mal ein bisschen ranhalten hier, Max. Das ist nicht wie bei GTA, da kriegst du nicht alles geschenkt, weißt du? Das ist schon krass hier. Ja, das ist echt auf einem hohen geistigen Niveau hier, das Ganze. Max, was soll das jetzt heißen? Willst du mich jetzt irgendwie hier diffamieren oder so? Willst du mich jetzt hier dumm anmachen, Max? Also ganz ehrlich, ich spiele Minecraft mein Leben lang und man merkt auch auf jeden Fall, das ist definitiv meinem okay? Ganz klar, es hat meinem IQ auf jeden Fall deutlich weitergeholfen. Ja, mein Bär sieht so aus wie eine Sieht nicht gut aus, sagst du? Ja, doch, mega. Meins wird aber auch nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Digga, mein Bär sagt so richtig, töte mich. Ist der so hässlich? So, das ist hässlich, Digga. So, oh Gott, Alter. Och nee. Und noch eine Minute. Mein Bär steht halt, ne? Normalerweise machen Bären sowas nicht. Vielleicht hätte ich mir das auch sparen sollen und ihn einfach sitzend machen sollen, wie so normalerweise ein Bär auch aussieht. Das ist jetzt egal, Leute. Das ist egal. Ich muss damit leben, mit dieser Schandtat, die ich hier gemacht habe, Alter. Ey, ich weiß echt nicht, wie ich das noch retten soll, ne? Ganz ehrlich, bin ich gerade auch echt überfordert. Problem ist, ich kenne mich hier mit den Items auch gar nicht so krass aus. Also wirklich, mein Bär besteht gefühlt nur aus einem verschiedenen Block, so. Ja, das ist ja auch richtig so. Normalerweise sind ja Bären nicht aus mehreren Materialien gebaut, weißt du? Ja, gut. Ja, ey. Ach, keine Ahnung, Leute. Noch 15 Sekunden. Ich weiß doch auch nicht, Alter. Ich weiß doch auch nicht. Ja, wir versuchen es einfach mal so, ne? Es ist halt mehr ein Hase hier geworden. Meiner ist echt scheiße geworden, aber wahrscheinlich bei weitem nicht so schlimm wie der von Max, Alter. Okay, schauen wir mal, Leute. Okay. Was? My eyes are bleeding, Bro. Das ist gar nicht schön, Mann. Gefällt mir überhaupt nicht. Nee, echt hässlich, Alter. Ach, ist okay. Also die Augen, finde ich, hat er gut gemacht. Junge, das ist eine Kuh, Alter. Hat jemand auch versucht, einen stehenden Bären zu bauen? Was soll das sein, Digga? Das sieht aus wie ein Roboter. Ist halt... Ich gebe... It's okay. Also wenn ich nicht wissen würde, dass das Thema Bär ist, würde ich halt sagen Schokoladenmann oder sowas. Keine Ahnung, Alter. Ja. Bro, ich glaube, ich bin das echt noch mit meinem am besten, obwohl es komplett beschissen gewesen ist bis dato. Oh, er hat hier richtig einen Wald noch gebaut. Oh, Alter, mein Gott. Ja, moin. Der ist amazing, Alter. Ey, muss man einfach mal sagen. Was hat der für eine Schnauze gebaut? Oh mein Gott. Ja, wobei, er ist gut. Ich würde jetzt nicht sagen amazing. Ich gebe ihm fettes amazing, Alter. Was ist das? Käse? I know, it's terrible. Digga, ist das eine Pisspütze, Junge, oder was? Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Auf jeden Fall sieht es extrem nicht nach einem Bär aus. Oh, den finde ich ganz cool. Hast du den gemacht? Ja. Ey, der ist eigentlich echt in Ordnung. Die Schnauze hier vorne und so. Ah, jetzt habe ich gar nichts gebaut, weil es jetzt zu spät war. Ja, Scheiße. Toll, Max. Danke für den Support, ne? Du musst jetzt sehen, was da passiert. Oh, der ist ganz süß. Da gebe ich mal. Ey, jetzt okay. Das ist so ein richtiger Bären. Aber der ist halt nicht fertig, ne? Ich geb einen Gurt. Nee, der ist nicht fertig, Alter. Da kannst du, weißt du, der sollte einen Bären bauen und nicht Bärenkopf, Bruder, weißt du? Ja, okay. Da muss man differenzieren. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, meins ist eine absolute Missgestalt geworden. Digga, deins war übelst gut. Warum stand der in der Pissepfütze? Warum? Ich wollte am Ende noch, dass er dahin pisst, weil ich keine Ideen mehr hatte.
Mein Junge. Was geht bei ihm hier? Ja, ist keine Ahnung. Pixel Art, mal Eiser Bleeding, Alter. Bei Pixel Arts, wenn es nur ein Block breit ist, ganz wichtige Grundregel, Leute. Von 2013 noch mal Eiser Bleeding. Nicht vergessen. Nicht vergessen, Leute. Ey, nicht mal seins ist in die Luft geflogen. Ja, ja, nur deins bis jetzt, ne? Nein, das eine davor noch, diese eine. Ah, das mit der Pisse, ne? Ah, okay, dritter geworden. Belastend. Belastend, belastend, belastend. Da wir ja momentan kritisch im Februar haben, würde ich sagen, machen wir mal noch eine Runde, damit wir auf 10 Minuten kommen, ganz klar. Ja, oder? Gut, verstehe ich auf jeden Fall, ja. Okay, los geht's, Leute. Runde Nummer 2. Schauen wir mal, was das Thema ist. Bin ich mal gespannt hier heute mit. Oh, bitte Doppeln. Keine Tiere wieder. Hoffentlich ein Tier, Alter. Bitte, bitte, bitte. Na. Diesmal bin ich auch gut. Eine Washing Machine. Geil. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, Alter. Das kriege ich sowas von. Meine Waschmaschine wird jetzt brutal, Alter. Das kriege ich sowas von dope hin. Meinst du echt? Vielleicht nehmen wir dafür auch einen anderen Boden, Leute. Wir haben ja ein bisschen Zeit hier. So, erstmal ein Holzboden, so, damit das Ding schön abhebt. Dann brauchen wir schwarz. Können wir die jetzt hier inzwischen benutzen? Geht es jetzt? Kann man die jetzt benutzen? Geht es? Ne, natürlich nicht. Warum auch? Ne, klar. Digga, wo sind denn hier diese Max, jetzt bitte ja mal anständig hier reden, okay? So, nein, Digga, ich muss jetzt hier wieder was gut machen von letzter Runde. Das war ja letztes Mal komplett Katastrophe. Das stimmt tatsächlich. Das war wirklich echt eine Unverschämtheit, die du da gebaut hast. Ja, das war richtig. Hast du schon angefangen zu bauen? Ja, klar. Ja, ich noch nicht, ne? Ah, cool. So. Also ich werde auf jeden Fall safe deins tot voten diesmal. Warum? Weil ich auch mal will, dass deins in die Luft gejagt wird. Ja, es ist aber bis jetzt noch nie passiert. Ah, ja. Ist also bis jetzt echt noch nie? Noch nie, glaube ich, noch nie. Boah, ich werde so dafür sorgen jetzt. Noch nie passiert, Brudi. Und das wird auch nicht passieren, weil du wirst einfach nicht schaffen, Max, weißt du? Aber ich habe ja schon viel zu lange hier die Blöcke rausgesucht. Das war natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Aber Leute, bin ich gar nicht so schlimm, denn ich bin ja einer der schnellsten Bauer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Da müsst ihr ungefähr hinkommen. Das kommt hin. Ja, perfektomatico, Alter. So. Ich muss natürlich noch dazu sagen, dass ich 2013 Profi-Minecraft-Spieler war. Professioneller ESL-Masterbuilder. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, tatsächlich. Jetzt hätte ich auch mitbekommen, Max, weil damals war die ESL-Masterbuilders-Liga meine Liga. Kann es sein, dass du gerade meine Zuschauer versuchst anzulügen? Nein, Digga, ich war früher ein richtiges Minecraft-Kiddy, Digga. Max, das kann ja gut sein, aber nicht in meinem Universum, weißt du? Nicht in meinem Universum. Denn jetzt gleich kommen die Sachen, Max, da wirst du Auge machen, Alter. Du wirst richtig Auge machen, ich sag's dir. Digga, meine Waschmaschine, die wird dein Leben waschen. Oh, okay, krass. Danke, Ansage hier auf jeden Fall von iCrimeX an der Stelle, Leute. Muss man aufpassen. Vorsichtig vor dem Kerl, der ist gefährlich. Fangen wir mal an mit der Trommel des Ganzen, wa? So eine Waschmaschine hat natürlich eine wunderschöne Trommel, Leute. Oh mein Gott, nur noch 2 Minuten, Alter. Was? Bin nicht mal mit dem Gehäuse fertig. Ich auch nicht, aber ist nicht so schlimm. So, Leute, hier, ne? Klar, so. Kommt hier oben natürlich ein Rädchen hin mit einem Knöppelchen, so. Dann kommt hier nochmal ein Bedienfeld hin, so, und so, dann haben wir hier natürlich auch nochmal ein paar Knöpfe dran. Die machen wir hier so links und rechts, da und da, so. Na. Dann kommt da natürlich eine Scheibe davor, Leute, so. Ganz wichtig, so läuft ja ganz schön Wasser ja raus, ne? Ey, da hat ja keiner kleiner bauen sollen. Ja, bei mir wird es auch zeitlich knapp, aber ich schaffe das schon irgendwie. Weißt du, Max, da darf man doch einfach, als Minecraft-Profi darf man doch einfach nicht aufgeben, ne? Ja, ich weiß, Digga. So. Ich bin ja ESL-Spieler. Ne, das stimmt nicht. Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich tatsächlich sehen, da bin ich mal gespannt, Alter. Waschmaschine dich bloßstellen wird. Mit Ansage. Mit Ansage, Bruder. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt, Max. Ganz klar, natürlich muss da auch Wasser rein, Leute. Denn eine Waschmaschine ohne Wasser, das funktioniert im Regelfalle nicht. So, machen wir hier mal ganz kurz den hier. Einmal so. Gut, dass du das mit Wasser gesagt hast. Ja, klar. Danke für den Tipp. Ist eigentlich das Selbstverständlichste, Max, dass eine Waschmaschine halt ohne Wasser nicht funktioniert, oder? Nee, meine ist ohne Wasser. Ah, okay. Krass, das ist eine von den neueren Modellen. Ja, ja. Ja, klar, natürlich, sowas, natürlich, ja. Klar. Staubfächer, ne? Nee, ich wasche generell eigentlich nie meine Sachen, weißt du? Ja, das habe ich mir gedacht. Das sieht man auch. Weil, nee, so als YouTuber kaufst du dir einfach immer die Klamotten wieder neu. Ah, okay. Gerade mit Dezember Money und so ging das. Aber wieso kaufst du dann immer Sachen, die also nicht mehr im Trend sind? Das verstehe ich jetzt nicht. Machst du mit Absicht, oder? Ja, ja. Willst dein eigener Trendsetter sein? Damit die Leute mehr donaten. Damit die denken, mir geht's scheiße. Bei dir läuft nicht, ja, 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 okay. Und dann donaten die mehr in den Livestreams. Okay, I see. Well, Bro. Gute Taktik auf jeden Fall. Aber das hast du ja halt natürlich jetzt mit deinem C63-Gepusche so ein bisschen kaputt gemacht, ne? Aber das ist gar nicht so schlimm, weißt du? Ich bin damit zufrieden, Bro. Oh mein Gott, meine Waschmaschine ist wunderschön. It's so beautiful. Alter, bist du zufrieden? Nein. Ich schon. Ich find's schon gut. Ja! Da haben wir auf jeden Fall, Was ist das für eine Waschmaschine? Also versuch mal damit was zu waschen. Ich glaube, das geht in die Hose. Boah. Ja, GG auf jeden Fall. Gut gemacht, Vision Acker. Was haben wir hier? Einen weißen Kasten. Boah, okay, das sieht top aus. Das ist schon nicht verkehrt, Alter. Da gebe ich mal echt, aus. Da gebe ich mal echt ein Amazing für. Alter, Dings hat es, ja auch Amazing. Es hat aber kein Wasser drin, weißt du? Ja, kein aber er hat direkt diese verschiedenen Klamotten da rein gepackt. Ja, das stimmt.
Das ist schon nicht verkehrt. Das ist schon ganz gut geworden. Okay, die ist offen, die Waschmaschine. Finde ich auch amazing. Oh, ne, das war auch nicht eine geile verkehrt. Idee. Oh, das ist auch ey, der cool. hat das heftig gemacht. Der ja, kriegt ja, von mir ein. Geil. Amazing. Ja, da würde ich eigentlich fast schon Wow, Everything is Awesome geben. Muss man einfach ehrlich sein. GG. Oh, das wird ein krasses Battle, Alter. Vincent, hier wird mit Luft gewaschen. Ah, okay, okay, okay. Ja, moin. Das ist auf jeden Fall ein maximales It's okay, würde ich da an der Stelle sagen. Gib ihm auf mehr. Jeden Fall nicht so schön, ne? Man kann erkennen, was es sein sollte. Aber ganz ehrlich, Leute, das kriegt man besser hin. Ja, das kriegt man besser hin. Hier ist nochmal eine offene Waschmaschine. Da gebe ich mal einen Gut für, weil er es mit dem Wasser gemacht hat. Ja, ja. Ist gar nicht so schlecht. Ich weiß, hier ist eine Hose drin und so. Das finde ich ganz cool. Er hat halt die richtigen Kleidungsstücke reingebaut, ne? Ist schon ganz schön. Schon gar nicht so verkehrt. Ich wollte eigentlich noch eine Wäscheleine dazu bauen, Brudi, aber das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber ist nicht so schlimm. Optimus Rage. So, was haben wir hier? Was denn, Alter? Ist da hinten eine Kackwurst drauf, oder was? Ich habe keine. Ich glaube, das ist das Kabel. Ja, ist okay, ne? Was soll ich dazu sagen, Alter? Ich weiß jetzt nicht. Also, irgendwie. Ich gebe ihm ein Mäh. Irgendwie nicht so geilo, Bruder. Irgendwie nicht so geilo, Alter. Finde ich jetzt nicht so geil. Er hat es versucht, aber wurde nicht. Er hat reingeschickt, ganz genau. Das ist saugeil, Alter. Das finde ich saugeil. Guck mal, mit dem Wasser drin. Ich find's ganz gut. Ich habe Wow, was ist das vorne? Was ist das da vorne, Alter? Wie? Das ist die Scheibe, du Affe. Achso, oh, das von dir. Du Spacken, was soll das denn sonst sein? Ich meine diese komischen Schlitze, die da vorne noch waren. Das ist ein Lüftungsschlitz, wo unten die Wäsche, dieser Staub rauskommt, du Affe, Alter. Ja, okay. Der hat's auf jeden Fall gut fertig gebracht. Ja, ist auf jeden Fall nicht so geil, Alter. So, das ist auch nicht so schön, tatsächlich. Ja, auch nicht fertig geworden. Nee, komm, muss ich mal Isa Bleeding für geben. Kann man nicht mal die Waschmaschine erkennen. Das könnte auch einfach irgendeine Sexmaschine, ich weiß nicht. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie. Oh ja, da kann man mal gut für die. Heftig. Na, gehen wir mal It's Okay, ne? Nee, eigentlich mal Isa Bleeding, Alter, tut mir leid. Nein, komm, ich gebe mal ein echt It's Okay. Ich muss sagen, ist nicht gar nicht so schlecht so. Finde ich gar nicht so verkehrt, Bruder. Aber wie gesagt, Max, da geht auch was Besseres, ne? Aber immer ein bisschen nicht in die Luft geflogen, Alter. Ja, diesmal nicht, ne? Ich glaube trotzdem, dass du schlechtester Minecraft-Spieler der Welt bist, weil das steht im Titel und das stimmt. So, ja, Waldmonster hat gewonnen. Das gibt es. Wie der Dritter bist du geworden? Wann? Korrekt. Ich bin auch Dritter von unten geworden. Wirst sehen, du Hund. Okay, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video von Master Build. Diesmal keine beiden Wins. Dafür gibt's Wins bei Fortnite am laufenden Band, meine Freunde. Wenn ihr sehen wollt, wie Leute richtig extrem schlecht spielen, Fortnite spielen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Crimex vorbei. Und ich würde sagen, danke. Das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Vielen Dank fürs dabei sein, Max. Macht das gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.